Ekran! Ekran is neer de shop. Als van en de waan. Ekran! En ik loop die aan met ons touwteranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom terug het programma Ekran. Dankjewel dat u van jou die radio eingeschaltet hebt. En welkom naar mijn mama en papa in de spazierstof hier in Sommerfeld, Paraguay. Met mij heb ik van jou Regina Friese. Kost die eenmaal kaart verstellen? Ja. Regina Friese, mein Mann ist Melvin Friese. Wir sind eigentlich Socherbursch oder Bursch, ja. Mhm. Wir schaffen dann eine Gemeinde, Mission, und wo immer das alle fehlt mit. Mhm. Und wir haben Feier Cina. Mhm. Der Älste ist befreit. Wir haben einen kleinen Jungen, Luca, 10 Monate. Und jetzt sehr schön gerade älter sein. Wow. Und die anderen drei sind in Ascension. Die Mädchen studieren und arbeiten. Und der Junge spielt Football in Olympia. So, wir sind dran mit Hand hier vorne und alles. Wow, sehr schön zu hören. Wir wollen von dir von einem ganz interessanten Thema reden hier. Und dort ist über Kunst oder Art. Erklärt dort nicht zu sein, aber ähnlich habe ich in Plotitsch nicht in wörtliches Wort für Art. Und dort ist Molerie, würde einer sagen, kenne auf Plotitsch, aber Art ist nach Maya. Dort ist alles, was wir mit der Hand tun können. Dort, wie wir Bühne kennen mit der Hand, oder was schmackert merken, was molen, oder was Farben, mit verschiedensten Sorten Farben, mit Kreiden, mit Bleistift. Alles dort taub halt Art. Ja. So, wenn wir von dir auch von Art hier reden, dann weißt du, das Molerie und so weiter und so weiter. Ja. So, du bist ein Moler, nicht so? Oder du denkst aber Art, nicht so? Ja, ich versuche mein Bestes. Ich habe meine Limites. Gerade ist jeder Mensch in seine Sache, im Sport oder was immer seine Limites hat. Und ich, mein Traum wäre, immer zu malen. Und ich sie einfach langsam wiedergekommen. Ich wusste nicht, wo ich würde hinkommen. Mhm. Und von daher habe halt ich meine Schule, und ich unterrichte viele Jahre eine Schule, eine Sekundaria, aber auch zu Hause halt meine Privat. Und Menschen haben Pedidos und ich versuche dann jedes Jahr ein, zwei Ausstellungen zu machen. Und von 2008 bis 2007 fange ich an, dann ein bisschen auch zu lernen extra bei in Kaguasu. Und so da mir auch im Internet viel zu lernen. Und ein Kreis ist man dann mit all den anderen auch ein Mat. Und das ist einfach ein Traum, den ich immer habe, der ist werde ich geworden, indem dass ich auch da lernte, wo man den Vorwärtschannel lernt, mit Öl, Acrylik und andere Techniken. Und so, das ist, was ich sehr lehre. Und ich bin froh, dass ich da sehe, wo ich sehe, aber ich muss auch abbremsen, dass ich nicht zu viel annehme, wenn ich noch viel andere bin. Und das ist aber ein Part, was mich schenkt, was ich will wieder tun. So, das scheint hier, wo du vielleicht wahrscheinlich als jüngere Mädel gemerkt hast, dass die das interessiert, aber dass du die wieder darauf reingemerkt hast und die einmal geäuft hast. Schein, aber was würde das für dich bedienen, diese Gove zu haben, zu malen, oder Art, oder Kunst, oder was bedient das für dich, diese Gove zu haben? Na, für mich ist das einfach eine Sache, also eine Gabe, was Gott mir eingelascht hat, das kreist es alle anderen auch. Sache, was wir einfach all wissen können, aber wir müssen noch uns verbessern. Und bei mir wird es einfach malen, und ich habe Angst gehabt, da anzugehen, besonders mit Ausstellungen und so, wo die Menschen meine Bilder überhaupt lesen. Ich habe die Bilder bis zu mir fallen auf, und wenn ich viel habe, ich verschenke. Und dann denke ich total, wo vielleicht für ein goldes Projekt ist, für Riefas oder Erntedank, was Uterobst und so, und stehe halt viele Bilder verschenken. Und dann sage ich, wer das kauft, und wenn er die war, dann wüsste ich, dass wie beläuft das Bild. Oder Menschen kommen und kaufen die Bilder und sagten sich das dann ut. Und so erwarte ich an, dass ich brauche nicht in meine schlechte Fehle, dass ich, wo geht ich weh? Wenn es dort ja viel mal ist, was viel besser sind, und die Aktionen, was schlechter sind, oder nicht so gut sind, und dann haftet dort auch zu tun damit, aus was von einer Art Art ist, aus modernen Art, was von der Technik jeder Mensch lässt, und dann macht ihr dort dann ausfinden, wo ihr dort dann wählen. Das ist für mich eine Welt, wo
was eigentlich eigentlich beinahe sie, wenn es eine Schwierigkeit war, ein Blatt Papier nehmen, dass ich überhaupt zum Glück einen Stress von mir habe. Meine Schrift, ich kann bloß eigentlich lesen, und ich wollte schreiben da. Ja. Dann weiß ich ungefähr, wo meine Hand ist, aber das Gute ist, dass ich das weiß und dass ich dann nicht drücken auf eine Molerschale wohne und versuche mir das zu machen. So wird mir das mit dem Sehne gehen, so ich wieder habe 10 Teile in einer Art weiter, wo ich seine Wahl. Und für mich ist das ich kann einfach Stress aufbauen, wenn ich mal gehe, eine Stunde mal gehe, brauche ich auch nicht andere Tänche, dann kann ich mich ganz konzentrieren ab dort. Mit der das sehr helfen, für eine bessere Erfüllung gibt mir dort für mein Leben. Und der nächste wird vielleicht ein Kickbacker oder Volleyball spielen gehen und jeder Amazin steht sich, was am halbt. Ja, und du redest ja, wo das für dich was scheint ist. Für mich ist das, was scheint, wenn ich das sein kann. Dass ich das sein kann, wo Fan der andere Mole kann. Aber auch, was ich sagen kann, deine Sester Mole auch nicht. Meine Zwillingssester, ja. Wir haben top auch gratuliert. Und dann wieder von da aus dann wieder gegangen mit unseren Sachen. Ja. Und für das Programm, für wie anfangen, red wie das echt jüngt, Multiani liert hab derch Mole. Und nun glaubst du, das wird wahrscheinlich deine Sester gewahr sein. Und das war das auch 20 Jahre trägt. Ja, so, wir waren nun nicht darüber diskutiert. Kann eigentlich mal ja sein. Aber was deine Sester, die du da jetzt hier heute durch ein schwartes Licht, oder das so ganz dunkel bleibt, dann hat ja alles dies, dann mol jeder irgendwas. Und ab einmal können wir durch ein Bild sein, oder irgendwas, glaube ich, Jesus wieder ging ab einmal zu sein. Und ich wie ein kleiner Junge und zu mir redet Bild. Ich konnte das von dir auch noch so sein, was ich will sein haben. Und dort wie eine Botschaft für mich. So, das, ja. Kann man Gott mit Mole oder mit Kunst oder mit Art deine? Das ist meine Frau. Ja, man kann. Besonders für uns Mole ist das so, wie seine, jedes Bild hat für uns eine Geschichte oder wir haben im Kopf ein Bild. Und dort war wie Mole, wenn es dort hat für uns eine Bedeutung oder wie er was erlebt. Normalerweise hat bei mir hat jedes Bild hat einen Namen. Ich habe all wie etwa 200 Bilder gemalt und jedes Bild ist was extra. Und Gott verherrliche ist auch ein Port besonders dort wie die Naturalesa vielleicht mit anderen Augen sein. Wir sehen einfach da Sachen bene, was andere vielleicht nicht so sein wird. Wenn es mein Mann hat, sei er ihr Lied Sonnenuntergängen so wird beachten, wenn sie darauf schickt, auch die Fotos zu machen, damit ich den hermolen kann. Und man sieht die Einzelheiten, wo Gott ist. Und wenn es wie schickt, nur sehr kleine Sachen, ja, so ein Blatt ist oder was immer. Ein Steine oder so, was ist dort. Und ich habe auch besondere Sachen erlebt dort erst. Wenn es für viele Menschen als Mole einfach bloß bis Mole, was kann man damit tun? Und ich habe nun das Jahr ein besonderes Erlebnis, in dem dort ich mich einfach wünscht, ich will Menschen malen. Meine Menschen malen. Menschen, die, ich habe viel Pedidos, aber sind nicht Menschen. Und ich will einfach mal Menschen malen. Ich will das alle lernen. Wenn nicht, würde ich die eben bis für mich behalten, ja. Und dann will ich donieren für irgendein Projekt, Schule, der Wort, Bilder donieren. Aber die muss die dann auch noch wählen, ja. Die muss ja wer wählen, ja. Okay. Und meine Tochter, die schafft in Gutenberg, in Asunción, in San Lorenzo, so da. Und, die hatte die Idee, ihren Wartesaal zu renovieren. Und die hatte die Idee, da Bilder, Saßbilder nennen, und wohnt und zu machen mit Menschen, mit Familie. Zehn, was Familie, wie. Oma mit Großtochter, beim Bug, Bitschitsche, Futter mit dem Kind, Eierpaar verleift. Große Hand, was eine kleine Hand hält. Mehr Sester auf der Schockel, breiter mit dem Football. Und dann dachte ich so, wow, ich habe das endlich noch nicht so dafür gebetet, aber für mich war das von Gott, das einfach hat erfüllt. Und ich sehe, ich war dieses Bild da nahe und ich kann Menschen malen. So, ich sehe nur dabei, ich habe Feier vor dich. Und dann habe ich auch die Gelegenheit, wir haben eine neue Church in unserer Indianermission, was wir selbst damit schaffen. Dass ich da kann ein großes Bild fahren mit Jesus Vive in mit Schritze in den Sonnenuntergang malen und anmachen. Und das war eine Donation, die ich geben konnte. So als ich fall eine Arbeit mit meinen Sachen, die ich mir wünschte. Ich sage einfach Gott daran.
sehr schön zu hören, wo klein bisschen in dein Verstand lernt zu kommen, an dein Hort, an deine Feile. Und dort du dort kannst, Gott zu ihr donen. Und was ich sage, ist, dass wenn du dort kannst, Gott zu ihr donen, so wird Persönliches, was Gott dir gegeben hat, dann kann ich in meinem Leben nur denken, Gott hat mir vielleicht was ganz anderes gegeben. Mm-hmm. Und ich habe vielleicht niemals gedacht, dass dort kann sein, zum Gott deine. Aber immer merke ich, zum Beispiel für mich ist das Ethemerken. Na ja, ja. So, sehr viel Männer, aber Junges, das ist nicht meine Arbeit. Aber mich hat das interessiert. Mm-hmm. Und ab einmal sage ich, ich kann Gott damit deine. Und das, was ich von dir auch mal einmal da war, die Elena gekriegt. So, Du hast mir auch eine Mollschau, sagst du, oder eine Galerie, oder wo war heute? Ja, ich habe ein Atelier, da kommen die Studenten dann hin. Ich habe mich auch gefragt, und wenn es in der Restarbeit will, nicht, habe ich Zeit, jetzt werde ich mal mit mir mitkommen. Und habe dann zweimal die Welt, die ich Studenten haben konnte. Und ich kann niemals viel auf einmal, wenn sich der alle halben macht. Und mein erster Student ist 23. Wow. Und so, ich gleich besonders Adult, als erwachsene Menschen in der Rechte. Und dann schulde ich dann auch sehr viele Jahre. Ja. Das macht mir auch Spaß. So scheint es hier. Wenn wir nun selber alle am Schluss kommen, was kannst du einen Jugendlichen, das ist eine Mädel, ein Jung, oder das ist ein älterer Mann, oder ein älterer Früh, oder ein kleines Kind, was kannst du ihm sagen? Er will malen und er weiß nicht, wo du noch, was kannst du denn sagen? Ja, das ist für mich sehr wichtig, dass Menschen malen, wenn sie malen gleichen. Und was immer dort auch ist, ist mein Jung, weil mit Gott verherrlichen und am Däne in Zeugnissen mit Football spielen. Und das ist nicht schlecht, wenn es da nicht schönes Tuch ist. Und Kreuz ist dort, ich habe auch malen. Und was immer du denkst, was immer du schön ist, schäm dich nicht, habe nicht Angst. Gut und an. Und sieh Gott, mit dieser Versicht, mit dieser Sache verherrlichen. Und seht die Menschen, die dabei helfen, wenn es allein schon manchmal schwer war, man muss einfach dort sagen, was er mein Wunsch ist. Und dann kann der Nächste mit, so wenn es wieder bei mir wiedergehen oder mit, solange ich das für mich hole, und denke, wo würde ich besser werden, dann komme ich nicht schwer war. Und Gott hilft uns die Sachen, die uns interessieren, das ist, was Gott uns in uns nicht leicht hat. Wow, so scheint die hier von dir mal ein ganz anderes Programm über Art oder über Malerie. Möchte das ein Sehen sein für dich und das kann Mut merken für die Sehne, wirklich dort zu tun, wo Gott die Passion oder den das Scheingone hat. So, ich möchte dir Gottes Sehen wünschen und habe eine schöne Weg. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir auch dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen wirst oder ein Zeugnis geben wirst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.